So, good morning and welcome to another part of metal detecting in Bavaria. Today we're back in northern Upper Rhine, yes, North Rhine-Westphalia, and with Nicole, Werner, and another couple of people that don't want to be shown. So there you go. Ja, wie gesagt, wir sind heute mal wieder in Nordrhein-Westfalen. Mit Nicole und mit dem Werner und mit zwei anderen, die nicht die Kamera reinschauen wollen, aber ist kein Problem. Und schauen wir mal. And info about the silver watch. You have seen last time. We actually found the owner, or actually the great grandchildren of the owner have been found. And next month we're going to hand over the silver watch to the owner. So there you go. But we'll still make an extra video about that. Ja, zu eurer Information. Ich habe ja letzte Woche oder beim letzten Mal habe ich diese silberne Taschenuhr gefunden von mit den Veteranen. Die war geil. Und wir haben tatsächlich Nachkommen jetzt rausgefunden und wir werden dann nächsten Monat die Uhr den Urenkeln überreichen. Und so, wir haben auch die ganze Geschichte dazu von den zu der Person rausgefunden. Der ist auch alles dokumentiert in Soldaten- und Kriegerverein und so weiter. Ist dokumentiert, auch in der Gemeinde. Und da gibt es aber dann ein extra Video. Also, heute wollen wir dann noch ein bisschen sondeln und dann schauen wir mal, ob wir irgendwas Schönes finden. Gell? Und als erstes gibt es dann erstmal Bierchen jetzt. Ja, ne? Aber da die anderen dann, also wir trinken auf alle Fälle Bierchen. Also komm, Kinders, wollt ihr trinken? So, it's going to be a very hard thing. So, okay, we'll see you later, cheers. So, today's first find is coming in with a 48-47. Also der erste Fund heute kommt mit der 47-48 rein. Let's take a look. Dann schauen wir mal. So the field is very awkward heute today. Das Feld ist schon. Ah, there you go. Trash. Ja, dann haben wir gleich Müll, Alu. Aber machen wir mal weiter. Okay, auf zum nächsten. Auf zum nächsten. And a piece of lead und ein Stück Blei. Okay, auf zum nächsten, auf zum nächsten. And a key. Ja, und ein Schlüssel. Okay, auf zum nächsten, auf zum nächsten. And the first coin. Und die erste Münze. Not sure what it is. Keine Ahnung, was es ist. As I don't know the coins up here. Da ich diese Münzen auch nicht kenne hier oben. So, there we go. 18, 20, or something like that. So, 2, something or other. Okay. Nice. Auf zum nächsten. Auf zum nächsten. And a heavy bit of iron, but certainly going to leave that at the car. Noch mal schönes, schweres Stück Eisen. Oh, das werde ich gleich wieder zum Auto bringen. Okay. Auf zum nächsten. Auf zum nächsten. And a 50 cal bullet, and that should be a phosphorus. So it would have made a. You could see it fly at night with hits. So there you go. Ja, wie gesagt, 50 Kaliber Phosphor war da hinten drinne, Leuchtspurmunition sozusagen. Okay, ist natürlich verbrannt. Aber okay, auf zum nächsten, auf zum nächsten. And a musket ball und eine Musketenkugel. Okay, auf zum nächsten, auf zum nächsten.
And 1 euro, 1 coin. Cool. Auf zum nächsten. Ja, eine Euro-Münze. Sehr schön. Auf zum nächsten. And another coin. Und noch eine Münze. Looks like 1872. Something Pfennig. Not quite sure how many, but that looks like Pfenniger. So. 3 Pfenniger. Okay. Auf zum nächsten. Auf zum nächsten. Super. Sehr schön. Very nice. So my darling detecting in the background. She might have found something. Ja, ist mein Schatzel da oben. Vielleicht hat sie was gefunden. Mal schauen. So, let's carry on. Auf zum nächsten. Looks like she's coming my way. Darling just came over. Ja, mein Schatzel ist jetzt rübergekommen. Und hat dann mir gerade gezeigt, was sie noch gefunden hat. Also das hast du vorhin, das war ja da oben, wo du das gefunden hast, gell? Ja, genau. So, not quite sure what it is. Sind wir uns nicht ganz sicher, was es ist. Sieht natürlich aus wie ein Blatt. Looks like a leaf, of course, but how old? No clue. And then this looks like a very nice horse brass. Das sieht auf alle Fälle aus wie eine schöne Pferdemessing. Sehr schön. Very nice. Well done, my dear. Sehr schön. Smile. And a lovely lead bag seal. Wonderful. Ja, und eine schöne Bleiplombe. Sehr schön. Auf zum nächsten. Auf zum nächsten. So, that was it for today. Ja, das war's dann mal für heute. Und ja, war ein ganz interessanter Acker wieder. It was quite interesting. Permission, of course. Heavy metal, trash and so on. So, but we found a couple of nice historical pieces. Ein paar historische Teile haben wir ja trotzdem gefunden. Nice lead seal. We found obviously Second World War stuff. You know, a euro that looks like trash already. You know, crap money. The euro. Der Euro ist ja sowieso miserabel. Die Münzen, die sie da hergestellt haben, also kann man von den alten gar nicht vergleichen, wenn man bedenkt hier 1800. Was hatten wir hier? 1820 irgendwas, 24. Und die sieht noch fast genauso gut aus wie diese moderne Euro-Schrottmünze da. Aber mit dem Euro haben sie uns sowieso nichts Gutes getan. Aber egal. Ja, so, nice 3-Pfennig-Piece with 1872. 2-Pfennig-Piece from 1820 something or other. A 1-Euro-Coin, a key, musket ball, a couple of pieces of lead. And a little bit of iron trash and some modern trash. Und wie gesagt, dann haben wir halt diesen modernen Müll noch und so weiter. Ja, das war's. Die anderen haben sich irgendwo alle verzogen, jetzt dann. Eine ist gerade wieder zum Vorschein gesprungen. Du hast natürlich auch schöne Funde gemacht, gell? Ja. And of course, my darling found some nice pieces too. My Spatzel. So, you've already seen the horse brass. Also die Pferdebronze ist natürlich wunderbar. Die schöne Blume da, Rose. Denn das Blatt natürlich, wunderbar, ist auch ein sehr schöner Fund. Ja. Ja, der Werner, der hat sich auch gefunden. Oh, hat er alles gefunden? Ja, das alles heute. Schwer, alles schweres Zeug, Werner. Everything heavy. Ja, du hast ja den Vogel wieder abgeschossen. Das so. Ja, da war ich noch einfach. There you go. So, that was it for today. Wie gesagt, das war's für heute. And don't forget, keep smiling. Und immer dran denken, immer schön lächeln. And we'll see you next time round. Bis dahin, Servus, habe die Ehre und habe die Ehre. Vierte Gott. Vierte.